Willkommen bei Ground and Pound TV. Lukas Imrika an meiner Seite auf der Salzburger MMA Challenge. Also das war ja brachial. Du hast gerade durch High Kick gewonnen, konntest nachsetzen. Gib uns am besten den Kampf nochmal aus deiner Sicht wieder. Ja, was? Wieder die Kondition. Und so muss ich mehr arbeiten und ganz zu rauchen aufhören. Und es wird dann passen. Mal schauen, wie es dann nächstes Mal wird und so. Ja, bist du zufrieden mit deiner Leistung? Man hat ja gesehen, am Anfang ging es ein bisschen hin und her und dann konntest du noch mal ordentlich durchstarten später. Ja, das ist, glaube ich, überall so mit mir, was mich betrifft. Dann muss ich mich ein bisschen einwöhnen und so alles im Ring und dann geht es. Ich habe mir den Gegner vorgestellt, dass es meine Ex-Freundin ist und es ist gegangen. Okay, die Motivation hat scheinbar geholfen. Abschließend nochmal die Frage, es ging auch kurzzeitig auf dem Boden. Was war dir da jetzt eher lieber? Also am Ende hat man gesehen, im Stehen konntest du ihn ausnocken. Trotzdem, was präferierst du sozusagen von beiden? Standby und dann finale Attacke und so, kann auf Boden gleich. Den Stand-up ein bisschen bearbeiten und dann auf den Boden und dann die finalen Angriff ansetzen und sollte gehen. Meine Philosophie. Das hat ja wunderbar geklappt. Die abschließende Frage, wie geht's mit dir weiter? Wann können wir dich wiedersehen? Ja, vielleicht am 20. Mai in Deutschland gegen den gleichen Gegner. Also ein Rematch? Ja, Rematch. Wie kam es dazu, dass es sofort ein Rematch ging? War das vorher schon abgesprochen? Ja, so kann sein. Ja, so 50-50. Und die Veranstaltung, kannst du uns die noch nennen, wo das sein wird? Ich muss Sie fragen von Trainer von Mohammed. Ich habe nur Telefonnummer bekommen und ich soll anrufen. Okay, wir bleiben gespannt, informieren uns nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.